wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin gestern relativ früh dann schlafen gegangen. Ich hatte so krasse Kopfschmerzen. Es sind immer noch ein bisschen da, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Und heute geht's weiter. Ich nehme jetzt gleich das Glaubersalz ein. Ha, Freude. Ich muss wirklich immer wieder feststellen, dass ich ein Meister im Exen bin. Ich fand es wirklich überhaupt nicht schlimm, das zu trinken, gar nicht. Das schmeckt halt einfach wie salziges Wasser. Ist halt jetzt nicht geil, man geht ja auch nicht ins Meer und nimmt ein Stückchen. Aber es ist nicht ansatzweise so schlimm. Und ich habe mal ein Stückchen probiert und dachte so, ja, okay. Und dann habe ich einfach die 250 Milliliter, zack, weggeext. Es geht echt klar. Also es ist nicht so schlimm, finde ich, wie die ganzen Horror-Stories im Internet. Wie so oft. Wow, mein Hunger ist jetzt schon unfassbar groß. Also was heißt Hunger? Eher so wahrscheinlich Appetit. Ich will einfach irgendwas essen. Naja, es ist nicht mal ein Tag rum, wo ich nichts esse. Obwohl ich ja gestern auch schon wirklich sehr wenig gegessen habe. Ich habe an dem Abend dann übrigens noch mal das Gleiche gegessen, beziehungsweise ohne Apfel, einfach nur ein bisschen Porridge. Und das war's. Oh mein Gott, wie ich so denke, ich bin jetzt übelst fitnessmäßig aktiv und bin voll mit mir im Reinen, dann brauche ich auch eine Apple Watch, ganz klar. So, ich habe mich übrigens für dieses Band hier entschieden. Ich dachte, sowas Goldenes kommt dem, was ich sonst so trage, am nächsten. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ne? Ob ich das hier so packe. Mir ein bisschen leichter fällt. Ich hoffe. So, kurzes Update zu meinem aktuellen Befinden. Wir haben jetzt 5:30, der Tag ist fast rum. Ich habe mich jetzt auf die Couch gesetzt und werde jetzt ein wenig entspannen. Meine Kopfschmerzen waren den ganzen Tag über da, aber eher so unterschwellig, auch gerade. Es ist nicht so hardcore, dass ich jetzt nicht mehr reden kann, meine Augen nicht mehr öffnen kann, so Migräne-like, aber sie sind da. Das ist ganz normal bei dem Koffeinentzug und es ist auch eine Umstellung für den Körper und so weiter. Also ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Jetzt erstmal. Zum Glaubersalz habe ich ja heute Morgen schon was erzählt. Ich fand es nicht schlimm. Ich habe das in 250 Milliliter aufgelöst, weggeext und nochmal 250 Milliliter hinterher mit lauwarmem Wasser, damit sich das Glaubersalz besser auflöst und der Körper das ein bisschen besser aufnehmen kann. So, völlig in Ordnung für mich. Innerhalb von einer halben Stunde trat dann die Wirkung ein, ging super schnell. Also ich fand auch das null schlimm, wirklich überhaupt nicht. War total in Ordnung und das hat dann ungefähr so 3 Stunden angehalten, aber auch jetzt nicht durchgängig, sondern ab und an mal. Am Anfang mal kurz, sitzt mal ein bisschen länger, aber völlig in Ordnung. Dann habe ich über den Tag auch sowieso viel Tee getrunken. Ich habe mich für so einen Fenchel-Tee-Mix entschieden. Schaut wirklich bei allem, was ihr macht, egal ob ihr Obst, Gemüse, Tee, was auch immer, Bio, gute Bio-Qualität und wirklich schaut, dass ihr da gute Sachen nehmt. Ihr spart ja beim restlichen Essen Geld ein, da könnt ihr da ein bisschen mehr ausgeben. Dann habe ich zum Mittagessen einen Saft getrunken. Den Saft hatte ich aber aus dem Zurheide, den habe ich noch nicht selbst gepresst, den hatte ich gestern im Zurheide gekauft. Das ist so ein, bei uns in Düsseldorf so ein großer Edeka-Laden. Da machen die das ganz frisch und stellen das dahin. Also da war
Ananas, Ingwer, Apfel, irgendwie so ein Mix drin. Und das war halt wirklich nur der Saft. Das ist ganz wichtig. Nichts pürieren. Damit kommt, also dann hat der Magen wieder Arbeit und der Darm. Das darf nicht püriert sein. Ja, ansonsten bin ich ganz gut durch den Tag gekommen, weil ich mich sehr viel beschäftigt habe. Ich hatte noch einen riesen Wäscheberg, der immer noch nicht fertig ist. Dann ein bisschen Haushalt, ein bisschen aufgeräumt. Also wirklich sucht euch Beschäftigung. Ich habe angefangen, meine Weihnachtsdeko wegzuräumen. Also einfach eine Beschäftigung suchen. Was auch wichtig ist über die Tage ist, dass ihr euch bewegt. Egal, ob ihr, also ich würde jetzt keinen Hardcore-Workout machen, weil dafür fehlt eurem Körper höchstwahrscheinlich die Energie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde es jetzt nicht machen. Das könnt ihr aber alles auch, wie gesagt, ich bin kein Arzt, googelt das alles nochmal. Ich weiß nur, dass man sich mäßig bewegen sollte. Yoga, was auch immer, Pilates, jetzt kein Ausdauertraining. Ihr geht eine Runde spazieren. Heute habe ich das gelassen, da, wegen des Glaubersalz. Weil ich dachte, ja, vielleicht ist das ein bisschen zu riskant, lasse ich einfach mal. Starte dann aber morgen damit mit einem schönen Spaziergang. Ich glaube, das tut auch den Kopfschmerzen gut und es bringt euren Kreislauf ein bisschen in Schwung. Und ja, da solltet ihr auf jeden Fall euch auch bewegen. Es tut auch der Seele gut. Was mein Hungergefühl angeht, geht es eigentlich. Also ich habe jetzt nicht wirklich Hunger so in dem Sinne, sondern ich habe einfach unfassbaren Appetit. Also wenn ich nur an Essen denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil ich wirklich Appetit habe, etwas zu essen. Aber ich habe, dadurch, dass mein Magen und mein Darm ja leer sind, habe ich jetzt nicht diese Bauchgeräusche, Magengeräusche oder so, dass irgendwas krummelt und wie man das sonst kennt, weil man Hunger hat. Also das habe ich tatsächlich nicht. Dann werde ich jetzt gleich als allerletztes meine 250 ml Gemüsebrühe zu mir nehmen, die ich ja gestern schon mit Leonie vorgekocht habe. Also da ist so fast kein Salz drin und deshalb schmeckt sie nach fast gar nichts, aber ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, weil das irgendwie so das Gefühl ist, etwas zu essen, wisst ihr, was ich meine? Und das alles erzähle ich euch, obwohl ich erst einen Tag dabei bin, beziehungsweise anderthalb. Ich habe ja wirklich gestern auch so gut wie nichts gegessen und das ist schon echt hart für mich. Ich habe den ersten Tag hinter mich gebracht und ich bin so gespannt, wie es jetzt die nächsten Tage wird, ob es jetzt schlimmer wird oder ob es jetzt irgendwie so bleibt. Ich werde euch berichten, aber ich versuche auf jeden Fall die 5 Tage, also ab heute 5 Tage Fasten. Der 6. Tag ist dann das Fastenbrechen und da isst man jetzt aber auch nicht so viel, sondern man beginnt irgendwie mit so einem geriebenen Apfel oder so. Ja, da werde ich auch mal gucken, wie ich das dann mache. Ich nehme euch mit. Ich habe auch ein Highlight zu allem, was ich hier gerade erzähle, für die, die es verpasst haben, weil ich gerade schon ganz viele Nachrichten gelesen habe. Was machst du denn? Machst du eine Saftkur? Worum geht's? Oder wie alles funktioniert? Schaut in dem Highlight vorbei und vor allem, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, googelt selbst. Ich habe mich so heftig da reingelesen in dieses Thema und ihr findet so viele Seiten. Also schaut einfach im Internet selbst nach. Wie gesagt, ich habe ein Highlight in meinem Profil, da könnt ihr auch nochmal nachschauen von gestern und so weiter. Und wisst ihr, worauf ich mal richtig Bock hätte? Also je nachdem, wie das jetzt hier verläuft und so. Und ich denke, also man fastet ja eh nicht öfter als 1-2 Mal im Jahr als normaler Mensch. Ich glaube, ich auch nur einmal im Jahr. Dass ich mal das nächste Mal in so eine richtige Heilfastenklinik gehe. Das ist ja so krass. Ich habe da so viel mir angeschaut schon im Internet. Und zum Beispiel in Bad Pyrmont ist, glaube ich, die originale Buchinger Klinik. Also Klinik hört sich irgendwie so negativ an, aber das ist dann einfach halt begleitetes Fasten. Auch für Leute, die das länger machen als 7 Tage. Da gibt es teilweise 3 Wochen Fastenkuren oder so. Aber das muss halt unter ärztlicher Aufsicht geschehen. Und dann gibt es, oder auf Sylt gibt es auch so eins. Und genau, dann kannst du dich da halt auch massieren lassen. Dann gibt es so Yoga-Kurse und whatever. Also es ist wirklich so begleitet. Saugeil. In so einem Krankenhotel. Oh. Und ihr müsst euch mal reinziehen, dass es wirklich Leute gibt, die mir schreiben, ich würde junge Mädchen zur Magersucht treiben. Wie hobbylos und ungebildet dämlich kann man eigentlich sein? Digga, es geht nicht in meinen Kopf.
Und ich bin ja kein Fan eigentlich von Neujahrsvorsätzen, aber ich habe mir vorgenommen, aber das nehme ich mir schon richtig lange vor, einfach über solche Dinge hinwegzusehen und zu akzeptieren, dass es immer Leute gibt, die meinen, sie müssten ihren Senf dazugeben oder mir sagen, wie ich etwas zu tun habe. Weil klar, die Leute können ja einfach ihren Senf dazugeben. Ich könnte auch einfach meine Kommentare und Nachrichten ausstellen, aber das möchte ich ja nicht. Es wird es immer geben und ich muss einfach, aber ich komme halt auf so Dummheit nicht klar. Ich komme darauf nicht klar und ich muss lernen, damit klarzukommen, weil es immer so Leute geben wird. Es wird immer Leute geben, die irgendetwas zu meckern haben und die mir vorwerfen, ich treibe Leute in eine Essstörung, Alter. Wahrscheinlich mit Buchinger Heilfasten. So, und jetzt schaue ich weiterhin Arte, da sehe ich gerade Berge, die beruhigen mich und ich werde mich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, denn ich heilfaste gerade. Und ich bin in völligem Einklang mit meinem Körper. Ja, genau. So, yummy. Und dazu Mord mit Aussicht.